Hallo ihr Lieben, heute dachte ich, malen wir mal ein bisschen zusammen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Erstmal, ihr kennt sicher diese Sketchbücher vom Action, die sind super, weil die haben auf der einen Seite Aquarellpapier und auf der anderen Seite Markerpapier und ich liebe da drin zu arbeiten. Und ich mache hier eine Reihe, die heißt Disney Charaktere als Mermaids. Und da habe ich natürlich, wenn ich mal Zeit habe zum Skizzieren, nicht immer Zeit zum Kolorieren. Hier mal kleine Preview. Das ist Angel von Lilo und Stitch. Und hier habe ich Wendy von Peter Pan. Ich hoffe mal, ihr kennt es so ein bisschen wenigstens schon mal vorbereitet. Und ich kann euch ja mal auf der anderen Seite noch kurz zeigen, was ich so habe. Das war so mein erster Versuch. Hier ein bisschen realistischer Versuch. Den Drachen. Hier habe ich Stitch von Lilo und Stitch. Und viel mehr sind im Skizzenbuch auch noch nicht drin. Und ich dachte, ich nehme mir mal heute die Zeit. Ich meine, die Skizze ist vom August. Und jetzt haben wir Dezember, dass wir die mal kolorieren. Ich habe hier ein paar Pinsel. Ich brauche noch einen Detailpinsel, denke ich mal. So, ich habe für heute meine Etsy-Go-Palette rausgesucht, die ich schon länger nicht sauber gemacht habe, aber das soll uns jetzt nicht stören. Und ich brauche natürlich noch Wasser. Und was ich auch brauche, ist eine Farbvorlage. Die lege ich hier ein bisschen an die Seite. Ihr seht mein Handy an der Seite. Ich werde nicht versuchen, die Farben eins zu eins zu treffen. Wenn ich sie treffe, treffe ich sie. Wenn ich sie nicht treffe, ist es so. Die Referenzen, die ich sehe, variieren auch sehr stark in der Farbe. Von einem Knallpink-Orange, fast Korall, bis hin zu einem eher gesättigten. Und ich würde sagen, dann legen wir erstmal los. Zu der Reihe, wenn ich versuche, die Meerjungfrauen zu zeichnen, ist mein erster Ansatz immer, ich gehe hin und versuche, das Gesicht zu treffen. Ich weiß, ich bin nicht super gut im Zeichnen. Ich muss da auch noch eine Menge üben. Und der erste Ansatz ist immer, ich gehe hin und versuche, das Gesicht zu treffen. Und dann schaue ich, wie ich das Outfit oder den Körper in eine Flosse verwandeln kann. Hier zum Beispiel die Angel, die hat diese Tentakel, die hat sie auch in echt. Und ich dachte, das wäre doch eine gute Variante, daran orientiert auch so ein bisschen die Schwanzflosse zu machen. Also auch so lang und wellenartig. Und dann gehe ich hin und schaue, wie kriege ich noch ein bisschen mehr so die Meerjungfrauen-Vibe rein. Also über die Accessoires meistens. Und hier habe ich mich halt für Perlen entschieden und Muscheln und ja. Beim Skizzieren nehme ich euch noch nicht allzu oft mit, weil da fühle ich mich noch ein bisschen unsicher. Da brauche ich auch meine Ruhe. Das ist einfach nichts zum Kamera dabei
laufen lassen, aber ich dachte jetzt hier so zum entspannten Kolorieren, warum nicht? So. Ich gehe jetzt erstmal hier drüber und mache die Stellen, die so einen lila Unterton haben. Ich werde da bei manchen Stellen am Ende nochmal drüber gehen und mit einem Pinkton, weil dann mein Lila ist nicht ganz so pink wie das Lila in der Vorlage. Ihr könnt ja alle mal schnell googeln, die Angel von Lilo und Stitch. Und das nächste, was aber auch ist, Aquarellfarben trocknen in der Regel ein bisschen transparenter. Das hat jetzt, ist für mich vom Vorteil, weil ich dann gut leeren kann und Farben. Ja, zum Beispiel dieses Lila ist eigentlich ein bisschen gedämpfter, also kann ich dann nochmal drüber gehen. Ohne den Unterton komplett rauszunehmen. So. Nachteil an Aquarell ist immer, das braucht ein ganzes Weilchen zum Trocknen, aber ich denke, damit können wir leben. Die nächste Farbe, die wir hier haben, ist so ein Pfirsichpink. Da nehme ich jetzt hier so ein altes gemischtes Pink und mische da noch ein bisschen von der Hautfarbe rein, weil die bringt genau diesen Pfirsichunterton mit rein. Man könnte auch Orange nehmen. Aber ich finde, mit Hautfarbe mischt sich der besser. So, zu dem Lineart-Stil, den ich hier gewählt habe. Ich habe erst alles mit einem dünnen Fineliner geleint. Ich habe dafür die Microns genommen, glaube ich, weil die hatte ich zu der Zeit gerade neu. Und bin dann hingegangen und habe die Außenumrandung nochmal dicker gezogen. Das habe ich mir abgeschaut von Jessa, von, ich glaube mittlerweile heißt sein Kanal Jessa's Studios. Ich glaube aber auch die meisten werden den Kanal kennen. Der ist so das Nonplusultra in der Kunst-YouTube-Szene. Und den gucke ich ganz gerne, weil er macht immer ganz lustige Videos. So, ich gehe hier auch immer mit relativ viel Wasser, also stark verdünnten Farben rein, weil ich sage, abdunkeln kann ich es hinterher immer noch, aber wenn es einmal zu dunkel geworden ist, geht das nicht mehr. Ich bin auch am Überlegen, ob ich zum Beispiel für die Perle Ende nicht eine Glitzerfarbe nehmen möchte. So, ich brauche jetzt mal ein bisschen Licht, also nicht wundern, hier wird es gleich mal flackern, weil ich sehe sonst nicht gut. Das verfremdet jetzt zwar die Farben ein bisschen, wobei ich glaube, der Weißabgleich von der Kamera macht da eigentlich ganz gute Arbeit.
So, die Flossen selber will ich gar nicht in dem Hautfarbeton haben. Das heißt, hier baue ich gleich einen Übergang ein. Wenn ihr die zweite Farbe noch nicht direkt auftragen könnt, ihr könnt auch immer zu transparent blenden, indem ihr hier einfach mit Wasser hingeht und dann die Aquarellfarbe einfach reinlaufen lasst. Ich werde am Ende auch noch Schatten setzen, aber dazu kommen wir später. So, das Papier vom Action ist eigentlich recht gut für jemand, der nicht ewig nass und nass arbeiten will, weil das trocknet schön schnell runter. So, jetzt überlege ich, für die Schwanzflosse werde ich auch so ein Peachy Pink nehmen, werde aber schon ein bisschen mehr ins Pinkere gehen. Und ich werde diesen Farbton, weil er mir sehr gut gefällt, auch noch hier ein bisschen mit einbringen, weil das jetzt sonst doch ein bisschen zu blass ist. Ja, so Fanarts, wo ich trotzdem meine eigene Kreativität einbringen kann, sind momentan eigentlich Sachen, die ich sehr gerne mache. So, unsere Nase ist fast trocken. Das heißt, ich kann hier die erste Schattenschicht einbringen und auf dem Lila sind die Schatten so ein bisschen bläulich. Die Nase hat hier auch Muster. So, Schatten setze ich übrigens einfach nach Gefühl. Dort, wo ich denke, dass ich sie ein bisschen brauche. Und ich setze in der Regel auch sehr gern weiche Schatten. Also einfach so eine Farbnuance noch rein, dass das dann so ein bisschen verläuft. Muss man aufpassen, ich tunke immer in die Farbe. Aber ich gehe am Ende auch noch mal drüber und setze noch mal intensivere Schatten. Das hier ist in der Vorlage richtig dunkel. So. Der Vorlage hat die Angel auch noch in einem weißen, ja, wie soll ich sagen, einen weißen Spot auf der Brust, den lasse ich aber weg. So, kommen wir zur Hauptfarbe. Die Hauptfarbe ist Pink.
Aber ich werde jetzt nicht dieses Knallmagenta nehmen, sondern ich werde das ein bisschen mit dem Lila mischen. Weil mir das sonst zu sehr knallt. Und dann werde ich es mit Wasser, Wasser ist ja das Weiß der Aquarell, einfach so weit auffällen, wie wir es brauchen. So, probieren wir mal. Ja, ich denke, das passt. Das könnte fast noch ein bisschen verdünnter sein. Ja. So, was ihr bei Aquarell auch davon ausgehen könnt, das Pigment legt sich ja als Schicht drüber. Eure Linearts werden am Ende auch ein bisschen koloriert. Wenn ihr aber eine gute Aquarellfarbe habt, die gut transparent ist, fällt das nicht so auf. Oder ihr geht am Ende nochmal drüber oder ihr koloriert, bevor ihr es lined. Und ich habe jetzt so lange Pausen dazwischen habe, dann mache ich das lieber vorher, weil ich sonst nicht mehr weiß, was ich mir an manchen Stellen gedacht habe. Es ist immer gut, wenn ihr die Lines mindestens 24 Stunden trocknen lasst. Dann verlaufen die auch nicht, wenn ihr da mit Wasser drüber geht. Außer ihr habt natürlich einen wasserlöslichen Feinliner. Schaut euch mal, wie gut sich hier die Farbe legt, wie ebenmäßig. Es hat was mit dem Papier zu tun und auch mit der Farbe. Und seht ihr, hier ist mir jetzt so ähnlich, die Nase und die Haut. Und da gehe ich dann nachher mit dem Lila nochmal drüber und dunkel das einfach nochmal ab. Oder gehe mit einem Blau drüber und mache es ein bisschen bläulicher. Weil die Nase sticht hervor, weil die ein bläuliches Lila ist. Die anderen Lilatöne sind sehr ähnlich zur Hautfarbe bei dem Charakter. Aber die Nase ist deutlich bläulicher, auch die Ohren sind deutlich bläulicher. Da gehe ich dann einfach mal drüber. So, ich höre mich schon wieder so an, als wüsste ich, was ich hier tue. Tatsächlich koloriere ich sehr selten mit Aquarell. Insgesamt koloriere ich eher selten. Ich bin eher so der Typ Bleistiftskizze, Buntstiftskizze und an Koloration traue ich mich jetzt erst so nach und nach ran. Jetzt habe ich gar nicht die anderen Aquarellpinsel genommen, die ich noch hier habe, die größeren. Ich denke, das Motiv ist eher für Detailpinsel geeignet. So. Das sieht doch schon eher sehr ähnlich.
Jetzt, das Lila war uns nicht blau genug, also mache ich nochmal ganz hellen, ganz stark verdünnten Blauton und dann gehe ich nochmal über die lila Stellen drüber. Ich glaube, ich gehe über alle nochmal drüber, weil mir das ein bisschen wenig Kontrast ist. Und ihr seht die Schichten, die wir da drunter haben. Die bleiben erhalten, also Schatten, die wir schon gesetzt haben und sowas. Okay, hier ist fast ein bisschen stark. Wobei, das trocknet ganz gut, denke ich. Ihr könnt bei Aquarellfarben immer auf zwei Arten arbeiten. Entweder ihr arbeitet zügig die zweite Schicht, dann bleibt die untere fast unbeeindruckt. Hängt doch ein bisschen von eurer Aquarellfarbe und der Marke ab. Aber wenn, je mehr ihr drauf rumrubbelt, umso mehr löst ihr auch das Pigment wieder an. Und dann kriegt ihr im Prinzip das wieder gelöst und dann mischt es sich ein bisschen mehr. Das ist immer eine Geschmackssache, was man will. So, und jetzt wollen wir noch Schatten setzen. Für Schatten nehme ich auch ganz gern so ein Blau. Und ich gehe jetzt mal in ein anderes Blau, das ein bisschen tiefer ist. Auch das verdünne ich ganz stark. Normalerweise nimmt man immer Lila als Schattenfarbe, weil Lila zu den kalten Farben gehört und meist das Gegenteil vom Gelb ist, was man für den Licht nimmt. Aber unser Charakter ist ja lila. Deswegen nehme ich jetzt einen Blauton. Ich nehme, glaube ich, doch ein bisschen Lila mit rein. Das ist sonst. Oh, das war jetzt zu viel. Gut, dann mischen wir hier drüben nochmal neu. Wenn ihr die Farben nass macht und die eine Weile stehen bleiben, dann kriegt ihr viel leichter das Pigment runter, was jetzt genau zu dem Effekt geführt hat, den ich nicht wollte. Dass ich auf einmal ganz viel von dem Lila mit in Blau hatte. Ich glaube, die Farbe ist es schon. Ja, die ist noch ein bisschen, aber wenn ich es runtertupfe, geht's. So, Schatten sind für mich immer mit am schwierigsten. In der Theorie sind die ganz einfach überall. Da, wo sich was überlappt, ist auf jeden Fall ein Schatten. Das heißt, überall, wo die Ketten davor sitzen, überall, wo was hinter was anderes geht. Umzusetzen ist das aber manchmal gar nicht so einfach. Thank you.
Und unten ist natürlich auch immer Schatten. Zumindest wenn eure Lichtquelle oben sitzt. So, das ist jetzt natürlich nur eine Skizze, nur eine Übung. Wenn da was nicht 100% hinhaut, dann ist das so. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht Mühe geben kann. Aber ich muss gleich mal die Kamera pausieren, wo wir uns an den zweiten Teil setzen. Der zweite Teil wird dann der Schmuck und ich überlege gerade, vielleicht machen wir auch noch ein bisschen was am Hintergrund. So. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich möchte hier noch einen ganz kleinen Schatten und hinten noch ein ganz kleines bisschen. Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. So, dann hole ich mal kurz Glitzerfarben und dann schauen wir uns an, was wir mit dem Perlen. So, ich habe jetzt meine Glitzer-Aquarell und noch feineren Detailpinsel geholt. Ich denke, ich werde mit dem Schmuck mit dem Weiß arbeiten, einfach weil sie hat ja diese weiße Markierung auf der Brust, die wir jetzt noch gar nicht repräsentiert haben. Und da werde ich den Schmuck auch einfach weiß lassen. Außerdem finde ich, der passt jetzt schon farblich gut rein und er ist weiß. Ich möchte ihn nur noch ein bisschen hervorheben. So, die Glitzerfarben, die muss man immer ein bisschen anrühren. Ein bisschen einweichen lassen, damit die gut decken. So, der Rest ist schon gut angetrocknet. Und bei denen muss man auch besonders aufpassen mit dem Leim. Art, weil die sind nicht so transparent wie normale Aquarellfarbe. Weil klar, der Glitzer ist eher deckend. Ich werde vielleicht auch ihre Highlights im Auge da einfach drüber gehen, dann strahlt das auch schön. Seht ihr das, wie die Lineart in der Muschel jetzt verschwunden ist? Wenn die nicht wieder durchkommt beim Trocknen, dann gehe ich da einfach hinterher. Nochmal drüber. Oder lass es so, das weiß ich noch nicht. So, ich bin am Überlegen, ob wir noch einen leichten Hintergrund mitmachen, indem wir einfach einen Aquarelleffekt setzen.
nochmal das Blau aufgreifen, was wir mit reingemischt haben. Ich glaube, das werden wir noch machen. Weil das hebt natürlich auch nochmal ab. Ich weiß nicht, ob ihr mein Seepferdchen-Video gesehen habt mit der Acrylquash. Da haben wir ja auch sowas rundherum gesetzt. So, ich denke, an der Einstellung muss ich noch mal ein bisschen drüber gehen. Ja, es kommt nach dem Trocknen doch schon einiges wieder durch. Was gut ist, brauchst nicht noch mal zeichnen. So, ich denke aber, das reicht für den Charakter. Jetzt brauche ich zwei Pinsel. Einen, mit dem ich feucht mache und einen, mit dem ich Farbe setze. Ich werde mit den zwei Pinseln weiterarbeiten, weil mit denen habe ich schon angefangen. Bereiche, die sind jetzt angefeuchtet und jetzt gehe ich in das Blau. Es ist einfach so ein bisschen laufen. Zieh das noch ein bisschen. Nächster Bereich. Das ist diese Nass-in-Nass-Technik, mit der arbeite ich auch sehr, 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 sehr gern. Aber ich habe euch vorhin gesagt, wie schön das ist, dass das Papier so schön schnell saugt. Das heißt natürlich auch für solche Techniken, man muss recht viel Wasser auftragen, damit das schön verläuft. Was ich auf jeden Fall möchte, ist, dass es immer bis zur Linie geht. So, weiter geht's. Nehme ich mal noch einen größeren Pinsel dazu. Sonst sitze ich da ewig. Ja, die Pinsel sind noch unbenutzt, also deswegen sind die noch ein bisschen steif, aber ihr seht schon, dass ändert sich jetzt schon bei der ersten Benutzung. Erstmal das Papier gut anfeuchten. Jetzt gehe ich mit den anderen Pinseln ein bisschen detaillierter.
gehe im Prinzip immer nur mit diesem ganz kleinen in die Farbe. Und mit dem mittleren verteile ich es ein bisschen. Gehe aber mit dem mittleren nur in die Farbe, die schon auf dem Papier ist. Oder ins Wasser. Oh, hier war noch nicht nass. Ihr seht sofort den Unterschied. Jetzt schon, was das für einen Unterschied macht, dass ich da jetzt einen Hintergrund habe im Vergleich zu vorher. So, bevor ich es vergesse, wie immer, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Ihr habt hier schon gesehen, ich habe noch eine zweite Skizze vorbereitet. Und es werden mit Sicherheit noch mehr Skizzen kommen während meines Urlaubs. Und die können wir gerne gemeinsam kolorieren. Ich kann die aber auch gerne, wenn euch solche Videos nicht interessieren. Oh, da habe ich Papier vergessen. Muss ich dann gleich nochmal. Kann ich das auch gerne dann für mich kolorieren und dann wie bisher auch nur die fertigen Bilder zeigen. Bevor ich die komplett vergesse. Hier seht ihr jetzt auch, dass es ein Sketchbuch ist und halt kein flach geklebtes Papier. Also es wälzt sich schon ein bisschen. Das ist nur eine Skizze. Je nachdem, wie viel Wasser ihr jetzt hier bei dem Schritt nehmt, kriegt ihr auch ganz unterschiedliche Effekte.
Weil je mehr Wasser ihr nehmt, umso weiter kann sich das Pigment auch verteilen, was in der Farbe ist. Umso verwaschener wird am Ende das Bild. Weniger Wasser nehmt und in kleineren Bereichen arbeitet, wird es nicht so. Ich verstärke im Prinzip diesen Cloudy-Effekt dadurch, dass ich auch beim Auftragen der Farbe schon ja so halt so ein bisschen vorgebe, in welchem Bereich hätte ich das jetzt gern. So, die letzte Fläche. Bin ich jetzt ein bisschen in die Mische reingekommen. Aber das können wir gleich korrigieren. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis es getrocknet ist. Aber es läuft nicht sehr auseinander. So, ich würde sagen, das sieht doch sehr gut aus. Ich hoffe, die Kamera erfasst das so, wie ich es auch sehe. Mir gefällt das sehr, sehr gut, was ich sehe. Schnell die Pinsel auswaschen. Gut, dann fehlt eigentlich nur noch ein was und ich muss drunter schreiben. Ja, nicht mit dem dicken Stift. Farbe Dezember 22. Ich versuche das immer mit drunter zu schreiben, wann ich an den Bildern arbeite, also wann ich einen Schritt fertig habe, einfach, dass ich es zeitlich einordnen kann. Zum Beispiel kann es ja sein, der Sketch ist jetzt ein paar Monate aus, dass ich mittlerweile ganz anders zeichnen, anderen Stil habe, aber meine Koloration in der Zeit schon wieder anders ist im Vergleich zur Koloration, die ich im August habe. Deswegen finde ich es wichtig für die zeitliche Einordnung später, wenn ich an einem Bild lange nicht gearbeitet habe, beide Daten drunter zu schreiben. Wer von euch auch zeichnet, kann mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhabt. Ob ihr beides drunter schreibt oder dann nur dann, wenn ihr die letzten Schritte macht. Für mich reicht es auch, wenn ich Monat und Jahr habe. Manche schreiben ja das konkrete Datum drunter, die ein bisschen mehr zeichnen als ich. So, dann hole ich euch noch einmal ein bisschen näher ran, dass ihr es nochmal in voller Größe seht. Wie gesagt, ich werde vielleicht noch ein paar Nacharbeiten machen, was das Lineart angeht. Aber ansonsten ist diese Skizze fertig. Und eine neue Mermaid in meiner Reihe Disney-Charaktere als Meerjungfrau. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.